Wir leben hier in einer Mediendemokratie, das heißt, die Themen werden von den Medien gesetzt. Das heißt so viel wie, dass das, was uns beschäftigt, worüber wir uns aufregen, nicht so sehr wir selber bestimmen, sondern die Medien, die wir konsumieren bzw. gefressen haben. Und auch der Gutenberg hat sich ja beschwert, dass die Medien ihn zu Tode gehetzt hätten, die Medien waren schuld. Seine Fans sind inzwischen davon überzeugt, wäre das Erdbeben in Japan 14 Tage vorher gekommen, wäre der Freiherr mit einem blaublütigen Auge davongekommen, meine Damen und Herren. Worüber wir diskutieren wir in diesem Land? Sehen Sie, wir haben in den Schulen zu wenig Lehrer, es fallen tausende von Unterrichtsstunden aus. Wir haben in den Krankenhäusern zu wenig Krankenschwestern, zu wenig Pfleger. Wir haben in den Altenheimen zu wenig Personal. Wir haben zu wenig Kindergärtnerinnen, wir haben zu wenig Polizisten, wir haben zu wenig Feuerwehrleute. Und wenn Sie mit den Menschen reden, die in diesen Bereichen arbeiten, sagen die Ihnen alle, dass die auf dem Zahnfleisch gehen. Wenn Sie aber Deutschland nur aus den Medien kennen, dann bekommen Sie das Gefühl, das größte Problem, das wir hier haben, ist, dass einige ihre Kopftücher nicht abnehmen wollen. Der Wahnsinn in dieser Welt schreitet unaufhörsam voran, meine Damen und Herren.